Andrea, wir möchten heute über Magenschoner sprechen. Bekommen viele Leute, ja, nehmen das zum Teil jahrelang. Magenschoner in der Fachsprache PPI, Protonenpumpeninhibitoren. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie sie wirken? Sie hemmen die Säure im Magen. Ist die Säure denn so etwas Schlimmes? Gute Frage, ja, gell? Das ist eben genau der Punkt. Die Säure brauchen wir ja grundsätzlich. Und wenn es dann halt zu viel Säure hat und du dann ein Magengeschwür bekommst, dann muss man sich überlegen, was machen wir jetzt? Aber es wird, wie du sagst, viel zu schnell, denke ich, eingesetzt und schon bei asymptomatischen Menschen, die nur ein Schmerzmittel kriegen. Wenn jetzt eben Patienten diese Magenschoner schlucken, dann fehlt ja die Säure. Also das ist ja die Wirkung, oder? Es blockiert die Säurebildung. Was hat das dann Nachteile auf die Verdauung? Ich denke ja, dass das auf jeden Fall fehlt. Ich bin der Überzeugung, der Körper hat nichts, was überflüssig ist. Und wenn aber das aus dem Gleichgewicht gerät, dann denke ich schon, dass man dann halt das angehen sollte. Aber wir haben diese Säure und es hat einen Sinn und Zweck für unsere Verdauung. Wenn jetzt die Säure blockiert wird durch diese Medikamente, wo geht sie denn hin? Die Säure kommt ja aus dem Körper in den Magen, oder? Jetzt lassen wir das nicht zu, oder? Magen hat dann viel weniger. Wo geht sie Geht es hin? zurück in den Körper, oder? Dann haben wir die Übersäuerungen und die Entzündungsreaktionen und, was wir ja gut kennen. Ich sage den Menschen oft auch, versucht mal den Körper zu entsäuern über die Ernährung einerseits, Säurebasengleichgewicht, allenfalls auch Bäder, also Fußbäder, damit man diesen Magen ein bisschen entlasten kann. Wenn man jetzt solche Medikamente nimmt, längerfristig, hat das Nebenwirkungen? Diese Säuregeschichte, oder? Wenn wir diese Säure blockieren und sagen wir mal, diese Barriere auch für Keime etc. nicht mehr haben und dann diese auch in den Darm gelangen, in den Stoffwechsel gelangen, stelle ich mir vor, ne? Selbstverständlich hat Ja. das massivste Auswirkungen. Auf die Verdauung, Ja. oder? Und damit natürlich auch auf den ganzen Körper, Ja. wenn ich, ja. Ja, denke ich schon. Ja. Gut, jetzt, wenn jetzt, nehmen wir an, ich habe so eine Magenentzündung, die mich schmerzt. Ich habe da Schmerzen seit 3 Wochen hier und ich möchte keine solchen Magenschoner nehmen. Gibt es dann Alternativen dazu? Es gibt eine sehr spannende Alternative, ja, die jeden zuerst erstaunt. Und das ist Guyenne, ist eine Sache. Wenn ich das den Patienten vorschlage, sind sie zuerst hoch schockiert, dass sie in diesen armen, brennenden Magen jetzt Pfeffer geben sollen. Ja. Es steht doch in den Medizinbüchern, man soll nicht scharf essen, wenn man Magenprobleme hat. Ja, klar. Also müssen wir diese Seite rausnehmen. Dieser Pfeffer macht ja dann, dass der Magen eigentlich mehr Schleim produziert und die Magenschleimhaut einen Schutzfilm kriegt. Genau, Ja. ja. Finde ich ein sehr spannendes Ja, ich kann das nur Heilmittel. teilen. Also ich mache die gleichen Erfahrungen, dass man mit Cayenne-Pfeffer die Magenschmerzen relativ rasch wegbringt. Man muss ein bisschen vorsichtig beginnen. Manchmal sage ich, kauft euch Pfeffer im Laden und nehmt nur wenig, so ein, zwei Messerspitzen und überstreut das übers Essen. Und dann erst, wenn man sich ein bisschen gewöhnt hat an schärferes Essen, die Kapseln nehmen. Und zuerst mit dem Essen und erst vielleicht dann Ja, später unbedingt, nüchtern, ja, nicht genau. in den leeren Magen. Genau. Ja. Gibt es noch andere Produkte, die dem Magen wohltun? Ja, es gibt welche, ich habe da schlechte Erfahrungen, aber ich glaube, du hast da auch noch andere Mittel in petto. Ich verwende das Darmmittel Neovital. Es ist auch ein Verdauungsförderer, der die Darmschleimhaut verbessert. Aber ich habe gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei Helicobacter. Helicobacter ist ja ein Bakterium in der Darmwand oder in den Zellen drin. Ja, wie gefährlich das ist, ich bin da nicht so sicher, ob das wirklich gefährlich ist. Aber mit Neovital und vielleicht noch Zeolit dazu kann man Helicobacter wegbringen. Das habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob das immer passiert.
Aber es ist doch eine Möglichkeit, um Antibiotika zu verhindern. Absolut. Und super auch, man kann das ja im Stuhl nachweisen, diesen Helicobacter. Ja. Das ist ganz einfach. Ja. Und dann sieht man das ja schnell, ob Neovital und Zeolit oder Toxaprevent hilft. Genau. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, ohne Morgenschoner zu leben. Ja, ja.